Sag niemals, immer, nie. Niemals, immer, nie. Nun mal ein Konzept, das folgendermaßen lautet. Da du glücklicherweise nichts bist, kannst du alles sein. Doch zu deinem eigenen Pech, Schwefel, deinem eigenen Unbehagen, hast du nicht die Wahl zu entscheiden, was du als nächstes verkörperst. Weil du alles bist, gibt's keinen, der wählen kann, was er als nächstes ist. Das mag vielleicht als ein Problem für den individuellen Betrachter erscheinen, der dann sich Sorgen macht, dass er nicht das ideale Leben lebt, von dem er manchmal so eine gewisse Ahnung hat. Also er kann manchmal ziemlich eine Sehnsucht sich aufbauen, wo er sich nach einer Freiheit sehnt, die jenseits von den Begrenzungen der menschlichen Vorstellungskraft oder der stofflichen, emotionalen, sexuellen Errungenschaften liegt. Denn auch wenn du viele Errungenschaften errungen hast, wie zum Beispiel genügend Geschlechtsverkehr in der Woche oder genügend gutes Essen am Tag, eine komfortable Wohnung und ein hohes Alter erreicht hast, hast du vielleicht Angst, dass du an Alzheimer erkrankst und dann alles vergisst, von dem du glaubst, was wichtig für dich ist. Dann schießt du dir vielleicht lieber in den Kopf. Oder du vergisst, wo die Pistole liegt und kannst das auch nicht mehr machen. Es kann natürlich auch noch dazu kommen, dass du irgendeine Krankheit kriegst, wo dir Geschlechtsorgane abfallen. Organe weg. Tumore kriegen. Oder was auch immer. Es kann natürlich auch so laufen, dass du total viel Geld hast und dann bist du glücklich und dann stirbt deine Frau. Und du bist dann immer ein bisschen traurig. Oder du kaufst dir eine neue Frau, besorgst dir eine neue Frau, weil du hast viel Ansehen, du siehst gut aus. Und dann musst du aber trotzdem sterben. Vielleicht stirbst du ja zufrieden, weil du hast sehr viel erreicht in deinem Leben. Oder du warst so ein armer sozialer Wurm, hast nicht so viel Lust gehabt, jetzt ins Management zu gehen oder zu studieren. Hast du ein bisschen wie immer viel Bier getrunken oder Zigaretten geraucht. Oder vielleicht hast du auch einfach ganz viel fettes Zeug gegessen. Bist so fett, kannst du nicht mehr richtig laufen. Aber das Gute ist ja, dass du bist zwar schuld an all dem, was passiert, weil dein Selbst ist das Selbst aller Dinge. Also ich meine nicht das persönliche Selbst, von dem du behaupten kannst, es hat Bedürfnisse und Abneigung. Nein, ich meine dein innerster Kern, diese Kernlosigkeit, wo kein Kern ist, der zum Spalten ist. Das, ja, ist, was es ist. Und alles andere, das ist total auf Autopilot gestellt. Die Emotionen, bang, Autopilot, ich bin heute gut drauf, oder wenn, scheiße, mir ist die Laus über die Leber gelaufen, oder Begeisterung, oder ich habe Angst, dass mir der was tut und dass mir mal was genommen werden kann, oder coole Frau, eine neue Liebe ist wie ein neues Leben, oder Mann, mir drückt's und zieht's in der Beziehung irgendwie, es ist ja immer ein bisschen, oder
ist alles gut im Fluss. Du, die Sachen ergeben sich, wie es meinem inneren Bedürfnis entspricht und es kann nur noch schlechter werden, noch schlechter, bis mir schlecht ist. Oder noch bis alles passt, alles, weil alles ist so, wie es ist, so wie der Spruch von dieser BK, was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, du kriegst nie das, was du willst, weil du hast schon das, was du willst und das ist das, was ist. Ja, was soll man noch weiter sagen? Man könnte vielleicht noch lektüreweise Programme runterzitieren, die auch keinen interessieren. Mensch, Mensch, Mensch. Ja, Mensch, I don't know.